Amen. Amen. Nimmst du dann zwischen den Staffeln auch manche Sprüche und sagst, ey, das könnte einer sein, den der Bernd raushauen kann, oder das ist einer für wen auch immer, oder ist das auch in dem Prozess? Nö, das kommt tatsächlich vor, das kommt tatsächlich vor. Also gerade wenn ich zum Beispiel hier in dieser schönen Hauptstadt bin, wo man ja mit dem Taxi fährt, immer schon 5 Sprüche gesammelt hat, wenn man gerade ausgestiegen ist, das kommt schon vor, dass ich mir dann irgendwie was aufschreibe und denke, Mensch, guck mal, wenn man mal so einen Spruch für einen Arschloch braucht, hier hat man hier das. Also es ist fühlt sich fast wie Kino an. Und das ist halt das Spannende, dass man was fürs Fernsehen eigentlich macht und dann auf der großen Leinwand sieht. Also eigentlich, vielleicht sind Sie anderer Meinung, aber ich finde, Stromberg gehört ins Kino. Christoph, du hast sehr aufmerksam verfolgt, wenn du im Kino warst, Finn, wo die Leute lachen. Lacht das Publikum an den Stellen, wo du das erwartest? Es hat fast immer an den richtigen Stellen gelacht. Im anderen Saal, hier weiß man es. Ja, ja, in diesem richtig großen Reihen. Und das würde ich sagen, man sieht es. Das Publikum hat an den Stellen gelacht, wo wir beim Lesen auch schon gefunden haben, das könnte sich eine Pointe anfühlen. Es hat aber auch an Stellen gelacht, wo wir uns tatsächlich in unserer Reihe angeguckt haben, nach dem Motto, hä, was war denn da jetzt? Also es ist ganz spannend. Es ist wirklich schwierig, nur Pointe so zu zirkeln, dass alle lachen. Aber das ist, glaube ich, auch das Schwierige an diesem Genre Komödie. So, du kriegst nicht alle zum Lachen. Aber natürlich ist es auch ganz oft sehr viel Spaß am Set. Und dann muss ich schon sagen, nee, dann ist es natürlich manchmal schwierig, aber natürlich hilft es meistens. Es hilft. Ich würde sagen, es hilft mehr. Ich muss mal dazu sagen, dass der Arm auch schwere Medikamente hat. Oh! Ernie macht ja in dieser Staffel, zumindest in den ersten Folgen, eine regelrechte Metamorphose durch. Also, er wird aggressiver, er pocht eher auf sein Recht. Wie gefällt dir diese Entwicklung? Ja, ich habe jetzt sehr viel Ups, ich habe sehr viel Beistand von oben, sage ich mal. Und dadurch natürlich auch ein gesundes Kreuz, Selbstbewusstsein. Kreuz. Ist dieses Selbstbewusstsein für dich einfacher zu spielen? War es näher an deiner Person? Es ist alles verdammt schwer. Oh. Egal, was ich spiele, es ist so eigentlich gar nicht. Du hast es ja nicht gelernt. Ich wurde ja auf der Straße entdeckt, weil ich genauso aussah wie Ernie. Das sind auch meine privaten Klamotten, die ich da trage. Die hat die Produktion hier abgekauft. Ja, und er bringt sogar den Original-Buch mit. Ja, insofern ist das aber trotzdem schwer, man ist so selber, also bei sich zu bleiben, wenn eine Kamera läuft. Aber ich bin natürlich 1:1 so wie der Meister kommt, insofern. Und das ist die Aufgabe, das auch weiterhin zu bleiben. Kannst du ein bisschen andeuten, wie sich diese große Liebe weiterentwickeln wird durch diese Staffel? Es gibt auf jeden Fall große Gefühle. In welche Richtung? In alle. Nach oben und unten. Hey, die Leute sollen die Scheiße auch noch gucken im Fernsehen. Deswegen wollen wir ein bisschen was mehr. Gab es für die besonderen Momente jetzt in der Vorführung? Hast du gesagt, hey, da hat das Publikum, da war ich ein bisschen unsicher, aber da hat das Publikum den Punkt getroffen? Unsicher, ob man versteht, was wir dort gespielt haben.
Nein, also ich habe eben das schon mal erzählt, das muss ich jetzt kurz nochmal erzählen, weil wir haben da eine Szene, jedenfalls in der vierten Folge, die ihr jetzt gesehen habt. Christoph. Ja. Ich weiß, dass du nach den ersten Staffeln am Ende eines Drehs immer gedacht hast, Stromberg bringt auf keinen Fall weiter. Wie hat sich deine Beziehung, oder die Beziehung Christoph Maria Herbst zu Bernd Stromberg durch die Staffeln entwickelt? Die Liebe ist auf einem gleichbleibend hohen Niveau geblieben. Ich habe nach dem Dreh habe ich immer das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr und auch keine Lust, diesen wirklich sehr markanten Charakter weiterzuspielen. Nur wenn mir am letzten Drehtag so ein Blanko-Vertrag hinlegen würde und würde mich verdonnern auf die nächsten 10 Staffeln, dann würde ich in diesem Moment dann mit Sicherheit immer Nein sagen, weil ich bin danach wirklich, ohne jetzt hier in großes Lamento zu verfallen, aber ich bin dann echt einfach immer zu dem Arsch und habe die Figur dann auch echt über. Insofern ist das der falsche Moment. Wenn man mich aber einen Tag später fragt, und bisher bringt das auch so gemacht, dann habe ich immer Du bist in den Häusern vorstellen. Kann man noch was erzählen? Naja, klar, natürlich. Es ist ja so wie im wahren Leben auch. Die Menschen, die ja 30, 40 Jahre ins Büro, ne? Da ist ja auch, kann man ja nicht nach 5 Jahren sagen, so habe ich keinen Bock, jetzt alles auserzählt, jetzt machen wir das alles nochmal, was wir schon vor 2 Jahren gemacht haben. Nee, ich finde, das ist ja ein Format, das man relativ lang erzählen kann und solange die Kollegen dann noch Lust haben, ihre jeweiligen Gesichter und angeschlossenen Körper so gegen Format zur Verfügung zu stellen, bin ich natürlich gerne dabei, weil ich finde, das macht wahnsinnig Spaß zu schreiben und man sieht ja auch, man kann halt jederzeit neue Menschen da reinbringen, man kann alte sterben lassen. Schönen Gruß an Erik an dieser Stelle. So kann man das auch immer noch weiter machen. Ja, dann würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank an euch. Sie darf ich einladen, im Foyer unten, große Autogrammstunde mit allen Schauspielern. Schreibst du auch Autogramm heute? Ich schreibe deinen Namen natürlich auch, alles, was man mir hinhält. Ich hoffe, ihr kriegt deine Waschmaschine. Dankeschön, dass ihr hier wart. Dankeschön, dass Sie hier waren.